Ja, woraus besteht die Materie? Aber das ist ja gar nicht eine Frage, die man sich normalerweise stellt. Die interessante Frage ist doch, wenn man zum Beispiel medizinisch untersucht wird. Jemand möchte herausfinden, ob man gesund ist, aus was man besteht, dann gibt es ja diese modernen Bildgebungsverfahren, zum Beispiel die Magnetresonanz, wie heißen die? Computertomographen, Magnetresonanzapparate. Da wird man reingeschoben, es ist wahnsinnig laut, also das rattert und knattert, da wird ein sehr starkes Magnetfeld angelegt und dann heißt es, da würden die Kernspins, die würden da ausgerichtet. Und dann hat man am Ende, wenn es dann gemacht ist, also man wird so richtig durchgescannt, so zack, 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 zack und dann auch mal so quer so. Und dann kommen Bilder raus und die in den Bildern, die sind dann, wo man denkt, Wahnsinn. Da ist also die Gehirnmasse zu sehen, die Augen, wenn also die Halswirbelsäule zum Beispiel gescannt wird, dann sieht man ganz genau jeden Wirbel einzeln, man sieht genau, ob es einen Bandscheibenvorfall gibt, man sieht den Spinalkanal, man sieht, wie die Nervenfasern da reingehen, der Wahnsinn, aber der Irrsinn, der wirkliche Irrsinn für einen Physiker ist, dass da Atomkernspins ausgerichtet werden. Kann man dann noch davon sprechen, dass wir in der Physik unsere Theorien nur falsifizieren? Ich meine, wenn das nicht wahr wäre, würde doch das Gerät gar nicht funktionieren, oder? Also gerade beim Spin ist es wirklich so. Das ist ein abstrakter Begriff aus der Quantenmechanik. Und das ist das Faszinierende, dass man doch mit diesen abstrakten Begriffen am Ende Geräte bauen kann, die funktionieren. Das ist ja jetzt nicht anders mit Elektronen, genauso. Ja. Also niemand hat ein Elektron wirklich jemals gesehen und trotzdem zweifelt auch keiner daran, dass die über die Platinen huschen und irgendwelche Computer zum Laufen bringen. Ja, man verdient sogar Geld damit. Ja, ja, ne? Ja. Also bei dem Spin. Also als Tischtennisspieler weiß ich natürlich, was ein Spin ist. Ja. Ich kann natürlich den Ball andrehen, dann kriegt es einen Übertrall, ne? Dann dreht er sich nach vorne und wenn ich ihn unterschneide, dann hat er einen Spin in diese Richtung, dann fliegt der Ball zwar nach vorne, aber er fliegt langsamer. Also rein normal, also im normalen Leben weiß ich, was ein Spin ist. Und was ist es, was bedeutet das in der Quantenmechanik? Spin? Ja, das ist ein sehr anschauliches Beispiel mit diesem drehenden Ball. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt ein Elektron wieder nehmen und wir nehmen diesen Spin in seiner Größe, H quer, halbe in Einheiten, dann stellt sich fest oder stellt sich heraus, dass dieses Elektron... Warte mal, also H quer steht nicht für Harald quer. Steht für Plancksches Wirkungsquantum. Genau, ja. Mhm. Dann stellt sich eben raus, dass sich dieses Elektron an der Oberfläche tatsächlich mit Überlichtgeschwindigkeit drehen müsste. Jesus. Das kann also nicht sein. Also dieser ganze anschauliche Ansatz mit dem Spin, ich schlage vor, und das ist in der Quantenmechanik immer die beste Marschroute, ich gebe den Ratschlag, nicht anschaulich in die Quantenmechanik zu gehen, sondern völlig abstrakt nach dem Motto, zeig mir gar nicht erst, wie du das veranschaulichen willst, zeig mir, was du gerechnet hast. Das sind die Fakten. Ja, aber ich lege mich doch als Patient nicht in eine Maschine rein, wo man sagt, vergiss es, ja, wir machen da jetzt was mit dir. Ich meine, wir machen doch kein Voodoo beim Computertomographen, sondern wir machen doch etwas, wo man der Meinung ist, als Patient vor allen Dingen, die wissen, was sie machen. Die machen ja hier hoffentlich nicht irgendwas mit mir, wo ich am Ende irgendwie nur als Biomatsch rauskomme. Also ein bisschen was weiß man ja schon. Sonst würde man ja... Also im Sinne von Wissen, man weiß, worüber man spricht. An der Oberfläche funktionieren die Geräte wunderbar. Ja. Das ist ja das Schöne. Aber wenn wir jetzt wirklich in die Materie hineingehen, Schritt für Schritt, wenn ich also jetzt mal diesen Tisch hier nehme und den einfach mal auflöse, ganz genau hinschaue, dann sehe ich irgendwann an dieser Oberfläche Landschaften. Mhm. Und die löse ich immer weiter, immer weiter, immer größer auf, dann sehe ich irgendwann Moleküle. Und wenn ich die größer mache, sehe ich Atome und irgendwann schaue ich in die Atome hinein, dann sehe ich einen Atomkern. Mhm. Und da ist ja dieses schöne Beispiel, wenn ich die Größenordnungen jetzt mal veranschaulichen möchte von diesem Atom, dann wäre es etwa so groß wie die Allianz Arena in München oder denken Sie sich an ein anderes Fußballstadion und der Kern hätte dann den Ausmaß eines Reiskorns im Anstoßkreis. Ja. Wir haben also hier 5 Größenordnungen Unterschied. Und wenn ich jetzt diesen Kern wieder nehme und vergrößere, nehme ich jetzt einen Bestandteil, ein Proton beispielsweise. Das hätte jetzt 938 MeV an Masse. Dann besteht es, wenn ich dieses Proton wieder vergrößere, im Endeffekt aus Quarks, aus 3 Quarks. Aber der Begriff des Sehens hat ja dann damit überhaupt nichts zu tun. Niemand sieht noch irgendwas davon. In diesem Bereich sehen wir mit unseren Geräten oder mit Streuexperimenten. Also was können wir sehen? Größere, also Zellen können wir schon nicht mehr sehen. Na, die,
Es gibt eine Zelle, eine menschliche Zelle, die könntest du sehen. Die Gefängniszelle? Nein, die weibliche Eizelle. Ach so, die ja, hätte ja. gerade noch so die... Okay, also bis dahin geht's ja. Und das, was darüber hinausgeht? Also deine körpereigenen Zellen, die sind so typischerweise 40 Mikrometer. Die kennst du? Im Schnitt. Mhm. Also, und übrigens, deine Zellen aneinandergereiht als Kette würden 100-mal um unseren Planeten reichen. Unabhängig von meinem Gewicht? Ja, also, du jetzt so als Standard, ich würde jetzt nicht zum Alter und dich okay. schätzen, aber, ist okay. Circa 100-mal um den Planeten. Okay, aber worauf ich hinaus will, ist natürlich, wenn wir über die Struktur der Materie sprechen, so wie du das gerade gemacht hast, wir können das immer weiter tiefer und tiefer und tiefer gehen, benutzen wir ganz automatisch Worte, die ja zwangsläufig aus der zwischenmenschlichen Kommunikation stammen, denn daher stammt ja die Sprache. Das heißt also, unser Begriff des Sehens muss dann auf, also wir müssten dann praktisch sagen, so und jetzt vergessen Sie die menschliche Perspektive. Von nun an machen wir Experimente, wo der Begriff des Sehens was damit zu tun hat, dass die Wellenlänge des Lichts kleiner ist als das Objekt, was ich beobachte. Ansonsten kann ich das Ding überhaupt nicht erkennen und so weiter. Und dann kommen wir an diese, wie heißen sie, Quarks dran? Quarks. An die Unterteilung der Protonen. Und du hast es ja eben genannt, das Proton ist... Du hast gesagt, wie 938. Also, aber das sind Details. Worauf ich eigentlich raus wollte, ist ja ganz was anderes. Wir haben dieses Riesenstadion gesehen im Vergleich und dieses Reiskorn als Atomkern. Ja. Und jede Menge Nichts dazwischen. Und jetzt nehmen wir eben dieses Reiskorn wieder und stellen fest, diese Bestandteile, die bestehen ja wieder nur aus drei Quarks und ein paar Gluonen. Das ist so der Kleber, der die Quarks zusammenhält. Mhm. Und ansonsten wieder aus Nichts. Und diese Teilchen jetzt hier drin, das Ganze hat ja so den Charakter von diesen Matroschka-Puppen. Man macht die auf und dann tut man eine neue Puppe, dann macht man diese auf. Und dieses, das sind die letzten Teilchen. Die sind jetzt wirklich elementar. Das heißt, sie sind aus nichts anderem mehr zusammengesetzt. Mhm. Und jetzt kommt's. Diese elementaren Teilchen, die müssen, wenn all das Sinn haben soll, was wir in der Physik treiben, die müssen masselos sein. Mhm. Das heißt, du öffnest eine Puppe nach der anderen und wenn du bei der letzten angelangt bist, dann ist dir das, was du hier siehst, dieser Tisch, der das ist heißt, dann im Endeffekt, der ist dir wie Sand durch die Finger geronnen, da bleibt dir nichts mehr. Also das heißt, nach der Standardtheorie der Teilchenphysik braucht man sich beim Stehen auf der Waage gar keine Gedanken zu machen, was immer da angezeigt wird, es gibt es gar nicht. Masse besteht aus diesen Teilchen, also aber auch aus... Materie besteht aus diesen Teilchen. Materie, aber die Teilchen haben ja auch eine gewisse Energie. Die bewegen sich jetzt. Ja. Und sie üben auch Kräfte aus. Die Gluonen beispielsweise kleben das Ganze zusammen. Und diese Energien, die jetzt da noch involviert sind, die entsprechen gemäß E gleich mc Quadrat, Einstein lässt grüßen, auch einer gewissen Masse. Mhm. Deshalb hat das Ganze natürlich schon Masse. Also, sobald es zusammengesetzt wird, sowieso, weil es aus beweglichen Bestandteilen besteht. Mhm. Der Punkt ist nur, die Elementarteilchen haben keine. Die sind ja eben aus nichts zusammengesetzt und die müssen masselos sein. Elementarteilchen sind aus nichts zusammengesetzt. Ja. Merken Sie eigentlich, wie wir hier reden? Das ist doch, meine, haben die noch, ich, jetzt mal so, also jetzt mal unter uns, das ist doch, doch Irrwitz. Die haben Theorien, diese Physiker, und diese Physiker behaupten dann am Ende, ja, es ist alles gut, wir können alles erklären, wir wissen, woraus die Materie besteht, dass die Materie am Ende nicht aus Materie besteht, sondern nur aus Energie. Ist übrigens interessant, dass im Griechischen Energeia etwas mit Möglichkeit zu tun hat, also dass da was gemacht werden kann. Da ist eine Dynamik dahinter, da könnte was passieren. Also wenn Energie da ist, vor allen Dingen Energieunterschiede, dann könnte was passieren. Und dass aber dann am Ende ausgerechnet die Ruhemasse, also dann, wenn das Teilchen eben nichts anderes macht, als nur Teilchen zu sein. Es sitzt nur da und brummt. Mhm. Und dann, jetzt messen wir diese Teilchen aber. Und ihre Massen. Und dann stellt sich heraus, die haben sehr wohl eine Masse. Zumindest messen wir eine Masse. Man achte auf das Problem jetzt an dieser Stelle. Mhm. Und dann wird es spannend. Ja, und? Woher kriegen die ihre Masse? Ja, das ist der Punkt. Und jetzt sag nicht vom Higgs-Feld. In der Mitte der 60er Jahre wurde man auf dieses Problem gestoßen. Und dann gab es zwei Möglichkeiten. Man konnte das bestehende System komplett verwerfen. Mhm. Das wollte man aber nicht, weil es war zu gut.
Ja. Man konnte zum Beispiel ein magnetisches Moment auf 15 Nachkommastellen genau rechnen mit dem Bleistift. Dann geht man runter ins Labor, baut einen Versuch auf und misst es genau diese 15 Stellen nach dem Komma. Also wenn es falsch ist, dann ist es... Verdammt gut falsch. Aber also nochmal, wir haben einen theoretischen, also wir haben einen praktischen Wert von irgendwas. Wir wissen, das ist da. Genau. So sicher wie das Amen in der Kirche, also wir rennen ja gegen die Wand, wir stellen uns auf die Waage, wir wissen, da ist Masse, muss da sein, um nicht zu sagen sogar Gewicht. Also, und trotzdem ist die Physik bei ihrer Suche nach der Struktur der Materie nicht in der Lage gewesen, bis eben der gute Peter Higgs und einige andere angefangen haben, ein Modell zu entwickeln. Sie ist nicht in der Lage gewesen, die Ruhemassen der Elementarteilchen zu erklären. Genau. Das war der Fall. Schlimmer noch. Noch schlimmer. Schlimmer noch, Harald, noch schlimmer. Es gab sogar innere Widersprüche. Weil nicht nur, dass ich jetzt so einen bestimmten Wert auf 15 Nachkommastellen berechnen kann, sondern auch andere Werte. Ich konnte zum Beispiel Prognosen rechnen. Mhm. Dinge passieren mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Ja. Ein Zerfall beispielsweise. Ich beobachte etwas und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zerfällt es. Ja. Und dann gibt diese Theorie, wenn ich in diese Gleichungen Elementarteilchen mit Masse einsetze, dann erhalte ich plötzlich Wahrscheinlichkeiten, die sind über 100% oder unendlich. Ah, klingt also interessant. Über 100%. Unsinnige Ergebnisse. Okay. Und jetzt war die Herausforderung darin gelegen, dieses Problem irgendwie unterzubringen. Also der Begriff Masse wurde sperrig in dem Ganzen, was wir Standardmodell nennen. Mhm. Und dann gab es einfach diese tolle Idee. Also ich finde es wunderbar, dass es erinnert mich so ein bisschen an die Finanzkrisen. Wenn du nämlich hältst Finanzkrisen für eine tolle Idee? Aber die Lösung, wenn du nämlich als Bank ein ähnliches Problem in deiner inneren Buchhaltung hast, was machst du dann? Du gründest eine Bad Bank. Genau. Und das Higgs-Feld. Wie? Das Higgs-Feld ist die Bad Bank unseres Standardmodells. Wir hatten ein Problem innerhalb unseres Systems. Aber es war nicht so teuer wie die Bad Banks. Und diesen schwarzen Peter, den musste jetzt irgendjemand abkriegen. Und den hat ein Schotte übernommen. Klar, im Zusammenhang mit der Finanzkrise ist ein Schotte natürlich genau der Richtige. Genau. Und was ist die Idee von Peter Higgs gewesen? Die Idee von Peter Higgs war zu sagen, gut, ihr habt recht, Theoretiker, die Teilchen sind alle masselos. Mhm. Und gut, Experimentalphysiker, ihr habt recht, ihr könnt eine Masse messen, weil diese masselosen Teilchen reagieren mit einem überall vorhandenen Feld und dadurch werden sie in ihrer Beschleunigung behindert. Aha. Und das ist das, was ihr Experimentalphysiker als Masse misst. Schön. Das ist die Idee. Und der Wahnsinn ist, dann bauen sie einen riesen Beschleuniger, die größte Maschine, die je von Menschenhand gebaut wurde, stellen das größte Forscheraufgebot, das jemals gestellt wurde, und sie weisen genau diese wilde Theorie noch. Haben Sie jetzt noch irgendwelche Zweifel, dass wir doch Voodoo machen? Nicht wirklich.